Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Diesmal wollen wir uns Terraria angucken. Gibt's ab dem 12., ab morgen, genau, im PSN-Store. Ja, beenden. Und ja, da bin ich mal ganz gespannt drauf. Ist von 505, da steht so gerade, wollte ich gerade sagen, von 505 Games. Da steht schon das Logo da. Drücke das Touchpad. Na, das machen wir doch gleich mal. Achtung, wenn dieses Symbol erscheint, speichert dieses Spiel. Okay. Annehmen. Ich muss mal mein Headset noch ein bisschen runterdrehen. Das Spiel gerade ein bisschen laut ist. So. Tutorial, Bestenliste, Hilfe und Optionen. Wir gehen erstmal auf Optionen, Hilfe und Optionen. So wird gespielt. Das wollen wir uns nicht, angucken, wollen wir selber wissen. Euler, erneut lesen. Nee, wollen wir nicht. Einstellungen. Lautstärke. Ja. Würde ich sagen, ist so okay eigentlich. Bisschen da. Ah, das ist die Musik. Ja, die reicht, wenn wir so auf der Hälfte machen. Ich habe zwar jetzt mein Headset nicht mehr. Ich habe jetzt ein anderes Headset und habe hier ein bisschen Kabelwirrwarr, um das alles so hinzukriegen, dass ihr mich hört und dass ich das Spiel trotzdem noch höre. Ich habe jetzt hier anderthalb, zwei Stunden rumgefummelt, dass das alles wieder funktioniert. Und hat eigentlich bei dem Spiel, wo davor habt ihr gesehen, dass ich was anderes gespielt habe, super funktioniert. Habe ich ein paar Testaufnahmen gemacht, dass der Sound alles so hinhaut. Und hier werde ich aber sicherheitshalber mal die Musik vom Spiel noch ein bisschen weiter runterdrehen. So. Lautstärke hat er euch speichert, ja. Automatisch sichern an. Pickup-Text an. Schwerkraft. Schwerkraft stellt auf den Kopf. Stellt Figur auf den Kopf. Welt auf den Kopf. Figur. Machen wir Welt. So. So wird gespielt. Wollen wir auch nicht wissen. Wir wollen jetzt einfach mal Spiel spielen. Oder wollen wir Tutorial? Wir machen erstmal Tutorial, würde ich sagen. Wir wollen schon ein bisschen erklärt haben, wie das Spiel funktioniert. Ist ein Spiel, in dem du dich bis ans Ende der Welt wagst. Und böse Endgegner. Okay. Achso. Oh. Schon eine Trophäe gekriegt. Springen haben wir hier. Kann ich den hier irgendwie auf den Kopf springen? Bringt das was? Ne. Jakob. Oh. Das hat niemand. Achso, der zeigt nur an, wo ich hinleuchte, oder? Achso, da kann ich wegbuddeln mit. Ah, okay. Okay. Ist ja geil. Nee, kann ich das hier alles wegbuddeln. Aber mich würde eher interessieren, was da ist. Komme ich nicht lang, okay. Kupfererz. Aha, okay, kann ich Kupfererz sammeln. Okay, dann warte mal hier. Steinblöcke, okay. So. Drücke R1 oder halte Gegenstand. Thank you.
So, haben wir jetzt gemacht. Drücke, habe ich da gemacht? Drücke oder halte R1 Aktion, indem du Gegenstand aus. Habe ich doch gemacht oder nicht? R1, ich habe doch R1 gedrückt. Drücke oder halte R1. Aktion mit einem Gegenstand durchzuführen. Ziele mit rechten Analogstick. Achso, jetzt habe ich mit dem rechten. Ich habe mit dem linken gezielt. Okay. Ach, jetzt geht's auch weiter. Okay. Ich habe den falschen Analogstick genommen. Okay. So. Ah, jetzt können wir das auswählen. Okay. Sind hier irgendwo Gegner? Da, ach, da ist einer. Okay, haben wir gemacht. Das ist irgendwie so. Ich will den anderen Namen vom Spiel jetzt nicht so nennen, aber so in etwa, so ein Klotzspiel in etwa gibt es ja schon. Finde ich aber, also ich finde es ehrlich gesagt so ein bisschen langweilig, wenn man da immer nur die Ego-Perspektive hat. Ich bin da eher so der Fan von sowas. Fällen eines Baums musst du Axt. Achso. So ein Baum fällen habe ich gar nicht mitgekriegt. Cool. Vom Baum gefällt. Na, ist egal. Fällen wir mal noch einen Baum. Geile Sache. Großen Baum fällt ich auch noch. Ein, zwei Baum kann ich noch fällen. Ich finde es cool, wie die zusammenfallen. Cool. Und vor allem, man muss nicht alle Klötzer einzeln. Einfach einen Baum hier eine Weile drauf gehackt, zack. Und dann fallen da ganz viele. Wie viel habe ich jetzt? 151 Holz. Mal gucken, ob ich die vom Tutorial dann auch mit übernehmen kann. Ins richtige Spiel. Weil dann fälle ich hier auf jeden Fall nochmal erstmal ein paar Bäume. Weil ich denke mal, dann kann ich mir ohne Hütte bauen oder irgend so ein Scheiß. Ja, ja, gucken wir mal. Was haben wir hier? Kurz vor 300 Holz und 250 oder so. Alle von dir gesammelten Gegenstände gehen in den Inventar. Drücke. Ach, in dein Inventar. In den, Mensch, gut bescheuert. Drücke Dreieck, um das Inventarmenü zu öffnen. Aha. Ah, kann ich hier hinpacken, okay. Ich mache mir mal lieber das Schwert. Hoppala. Schwert nach oben. Hacke. Hacke. Axt. So, das ist das Wichtigste. So. Okay.
Multislot dürfen. Okay. Aha. Hier kann ich den dann ausrüsten, aber ich habe ja nichts zum Ausrüsten. Ein Schwarzer mit blauen Haaren, auch nicht schlecht. So, hier ist mein Haus. Also hier ist Jakob. Den haben wir ja schon gesehen. Was haben wir denn hier? Ach, hier, das ist das. Ah, okay. Jetzt haben wir hier schon. Das würde ich haben. Die gesamten Gegenstände und Holz können zu einer Fackel verarbeitet werden. Ach so, ich soll Gegenstände, Gel und Holz. Pilz, Eichel. Ich habe aber gar kein Gel. Oder doch, Gel habe ich. Gel hier unten. Ja, ich habe kein Gel. Gel und Holz. Wähle das Fackelsymbol. Was für ein Fackelsymbol? Ach da. Ach, halt jetzt gern. Ah, okay. So, ich kann auch einen Tisch herstellen, oder? Du brauchst einen Spitzhacke. In der Nähe befindet sich eine Erzader. Baue sie ab, indem du auf. Okay. Das ist eine Erzader in der Nähe. Wenn die wird vielleicht was im Wasser rumgeschwört. Jetzt hier einfach mal im Wasser die Steine ab. Hier sind ganz viele, die Steinblock. Aber das ist kein Erz. Was ist denn, wenn ich einfach mal hier so durchbohre? Wurde es getötet. Ach so, unter Wasser kann ich nicht lange bleiben. Das ist gut zu wissen. So, hier haben wir die Erzader. Würde ich jetzt sagen. Hier ist nämlich Kupfererz. Steht hier jedenfalls, dass es Kupfererz ist. Die bauen wir jetzt einfach mal ab und mal gucken, was der denn sagt, wenn ich das abgebaut habe. Jack kommt mir nur die ganze Zeit hinterher. Alter, du kommst doch hier ja nicht mehr raus.
Das ist ein Spiel, wo man viel Zeit braucht. Also hier mal schnell irgendwie Erd sammeln ist nicht mehr dran. Also ein Spiel, was auf lange Hinsicht gut sein soll. Finde ich gut. Was sind die Lieder, ne? Hier komme ich gar nicht durch. Oh, da ist eine Schatztruhe. Komme ich jetzt hier hoch? Man sagt, es gibt jemanden, der erklärt, wie man Land überlebt. Rabeninventar, okay. Inventar. Ich brauche jetzt erstmal Inventar hier. Ah, ich baue mir jetzt einfach eine Treppe. Hahaha. Ha, uncool. Und schon geschafft. Aber hier unten ist eine Kiste. Die wollen wir jetzt auf jeden Fall. Oh, ich habe keine Hacke mehr. Wo ist meine Hacke hin? Da ist sie. Ich will jetzt auf jeden Fall runter hier. Hier ist eine Schatztruhe, die will ich haben. Oh, ich hab Licht. Eine Kiste, oder? Nee, da. Ist keine Kiste. Kriege ich die jetzt auf? Drücke 3 Inventar zu öffnen, wechsel mit einer Herstellungssektion. Okay. Wenn du noch steckst, kannst du Holzplattform. Gut, also
ist eigentlich alles relativ selbsterklärend. Oh, ich kann vielleicht einen Bogen bauen. Oder auch noch nicht. Okay. Oh, warte mal, Hausfertigung. Guck mal, was denn da schön. Wasser machen. Okay. Eigentlich relativ selbsterklärend. Trotzdem würde ich gerne mal wissen, wie ich diese Kiste aufkriege. So, jetzt haben wir uns das Tutorial einfach mal angekickt hier. Halbe, knapp, na, 20 Minuten. So, jetzt fangen wir mal wirklich an zu spielen und hier unseren Charakter wirklich auszuwählen. Weil Tutorial reicht mir jetzt. Ist relativ selbsterklärend, das Spiel. Würde ich jetzt mal so sagen. Und man kann Sachen bauen und kombinieren. Das kenne ich von anderen Spielen, also... Und wir wollen ja das Spiel testen und ich will ja mit euch das Spiel testen und hier nicht ewig nur Tutorial machen. So, wir wollen jetzt erstmal nicht schlecht. Oh, lustige Geräusche. Wir nehmen natürlich männlich. Achso, wir können hier Haare auswählen. Oh, Son Goku. Haben wir auch Glatze? Schwierigkeitsgrad, Hardcore, normal, schwierig, normal. Oh ja, wir nehmen Glatze. Wir nehmen dunkelblond. Augen nehmen wir blau. Gesicht. Achso, wie weiß er ist und wie dunkel er ist. Können wir ihn auch rot machen? Auch nicht schlecht. Nee, dann nehme ich mal was Hellet. Nicht so Babyblau. Ach Quatsch, Babyblau. Nicht so Sonnenbrand und so. Nehmen wir das. Die Klamotten? Ja, logisch. Da kommt mir eine Frage in Farbe. Schwarz. So, Hemd. So, das sind die Ärmel. So, die machen wir rot. Und die Hose machen wir auch. Ne, die machen wir dunkelblau, so Jeansblau, so mäßig, würde ich sagen. So. Und die Schuhe. Sind das Schuhe, oder? Ja. Schuhe machen wir schwarz. Ah, da können wir oben ein bisschen rot drin machen. So. Schwierigkeitsgrad normal. Und wir sind männlich. So, fertig. Charakter erstellen. Den nennen wir. Wir nennen den einfach mal nur Odin. Deine Welt. Deine Welt. Ach so. Ah! Ich habe hier so ja mehrere Welten zur Auswahl. Ja, das klingt doch sehr interessant. Das klingt doch sehr geil. So, nehmen wir das mal. Online. Online spielen. Welt erstellen. Nee, online will ich nicht spielen. Oder, ach, wir spielen einfach mal online. Nur mit Einladung. Weltgröße, klein, mittel, groß. Mittel. Welt nennen wir... weil... Nee. Wir nennen sie einfach... Mit...
Midgard. Midgard nennen wir sie. Und jetzt erstellen wir uns einfach mal Midgard. Da bin ich. Ist ja cool. Oh, Hasen. So, erstmal schnell die Schnelltasten machen. Hoch. Links. Rechts. So, ich will Hasen töten. Oh, da ist ein Hase. Komm her. Schon Heilkasenkeulen. Coole Sache. Bin euch hier vorhin rüber gekommen, bist du doof. In das Feuer. Feuer heißt immer nicht jutet. Oh, hier ist einfach kaputt hier. Steinblock. Cool, ich bin ja draußen. Jetzt kann ich hier praktisch die ganze Welt erobern und kann mir hier Sachen. Pilz. Holz. Ich hab Holz. Hier ist ein Blob. Oh! Die Viecher greifen ihn an. Tot. Nee, doch nicht tot. Oh! Komm immer mehr. Ich sterbe gleich. Ach, die Adern, die Erzadern leuchten hier sogar. So, jetzt ist offen. Okay.
erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin so eine ruhigen Spiele nicht gewöhnt, aber... Aber es macht definitiv Spaß. Oh, jetzt hat irgendwas kaputt gekriegt. Achso, irgendwelche Fackeln und achso. Okay. Pilze und sowas eingesammelt. Oh, ein blauer Blob. Oh, der hört sich aber nicht gut an. Wird Winter oder was wird hier? Ich glaube, das wird Winter. Na, komm, stirb, du Hund! Hab ich auch Glibber gekriegt und so. Wenn du hier online machst und dann sagst du mit für jeden, dann triffst du hier wohl auch Freunde. Oder allgemein irgendwelche Leute. Ich will jetzt einfach mal laufen, wie weit das hier geht. Bin jetzt gerade mal neugierig. Ich habe hier nur eine mittlere Karte gemacht. Also mittlere Welt, aber es scheint schon ziemlich groß zu sein. Dann kann man sich hier halt Zeug zusammensuchen. Man kann dann wohl auch seine Hütte bauen. So ausführlich möchte ich das heute jetzt hier echt nicht machen. Ich will euch das Spiel nur zeigen und so, dass ihr so einen kleinen Überblick mal habt, wie es ist, ob es was für euch wäre oder nicht. Und ich muss echt sagen, obwohl ich nicht so der ruhige Spieler bin, das macht echt Gaudi. Und ich finde diese Grafik, diese Oldschool-Grafik, finde ich geil. Oh, hier geht's runter. Oh, geil. Oh. So. Achso, ich muss doch haben. Mich jetzt mal töten. Ich will mal wissen, was dann passiert. So, du wurdest getötet und Odin Asa wurde vernichtet, okay. Ach, dann fange ich an der Stelle wieder an. Okay, das ist cool. Das ist ja geil. Das ist ein schönes Spiel. Also für abends, wenn man jetzt wirklich einen gestressten Tag hat, ist das geil. So Leute, dann würde ich mir jetzt aber mit euch erstmal hier das Fazit drin drehen. So. 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 Ja. Bin ich da am überlegen, wo ich da anfange. Also, ihr wisst, ich habe es ja schon jetzt ein paar Mal erwähnt und so, dass ich ja eigentlich nicht so der, ja, ruhige Spieler bin, so wie viele von euch da irgendwas bauen, SimCity, Minecraft und wie sie alle heißen. Und Minecraft mag ich diese Ego-Perspektive halt nicht, das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber irgendwie, das macht echt Fun. Ich habe mein Oldschool-Look, wie früher, so
Mega Drive Master System mäßig. Gut, sieht natürlich etwas frischer aus durch die Hintergrundgrafik und so. Aber so sieht schon ja nicht mal so schlecht aus. Echt geil. Und also kommt vom, da kommt so der Fun-Faktor, der Geschichtsfaktor bei mir hoch, muss ich sagen. Und ich finde es gut, dass es keine Ego-Perspektive ist. Dass es wirklich... Guckst du drauf, siehst den Charakter, läufst nach links, nach rechts. Fertig. Das finde ich gut. Die Musik im Hintergrund ist jetzt nicht so, dass sie jetzt so belastend ist. Also... Ja, also ist jetzt nicht so eintönig. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz hingehört, aber... Ja, finde ich schon sehr gut. Oh, jetzt wird es sehr dunkel. Geile Sache. Und es ist wirklich sehr süß gemacht, das Spiel. Und... Also für mich und meine Tochter, naja, für meine Tochter noch nicht wirklich, dafür ist sie noch zu jung, aber für mich jetzt abends nach einem stressigen Tag oder so, wenn man einfach mal nur die PlayStation anschmeißt und sagt, ich will jetzt einfach mal eine Runde zocken und dabei entspannen. Oh, Zombie, da kommt ein Zombie. Mich hat ein Zombie getötet. Wie geil ist das denn? Ah, da muss ich mir praktisch sogar mein eigenes Haus bauen, um am Leben zu bleiben vor den Zombies. Ja, geil. Da will ich mir nachher gleich nochmal ransetzen und eine Weile zocken. Also das muss ja mein Haus bauen, muss ja in Sicherheit sein. Ja, aber wie gesagt, abends jetzt nach einem stressigen Tag einfach mal eine Runde zocken. Oh, der Mond bewegt sich so her, das sehe ich gerade jetzt erst. Ist das Spiel wirklich ideal. Ist jetzt nicht so wie andere Spiele, ich will jetzt den Namen nennen, wo man dann so diese Hau-drauf-Action hat oder... Von links nach rechts oder geh von A nach B, kill jenen, versteck dich hier, versteck dich da. Achtung und so weiter. Alles. Das ist, hier braucht man nicht viel so nachdenken. Hier kann man einfach schön sammeln, bauen und einen relaxten Abend verbringen. Also das finde ich saugeil. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Gameplay-Review so ein bisschen helfen. Ob es euch gefällt oder nicht gefällt, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Mir gefällt es jedenfalls. Ja, freue mich, wenn ich euch helfen konnte. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.